So, ha, ich freue mich immer, weil ich finde, gerade so die klassischen Resident Evil Spiele finde ich schon auch als recht stressig. Und gerade jetzt Outbreak ist wirklich ein stressiges Spiel. Oh, ihr seht noch nichts. Aber Fallout 4 ist für mich immer so ein bisschen Entspannung. Fallout 2. Sandwich. Die rundenbasierenden, ne? Die sind einfach immer super chill. Chill Sandwich, könnte man auch sagen. Wo haben wir es denn? Game Capture, warum capturest du nicht? Es hat nur ein bisschen gedauert. Okay, keine Ahnung. Aber warte, das ist irgendwie noch nicht, das ist irgendwie noch ein bisschen schief, ne? Jetzt stimmt's. Hat einfach nur ein bisschen gebraucht, der Gute. Na dann, alles gut. Alles gut. Ich trinke jetzt Alkohol. Outbreak hat mich gebrochen. Ich kann nicht mehr. Der Igelmann und die Igelkönigin. Dankeschön. Danke für die Bits, Slenderix. Dankeschön. Ich, Tech Wizard, hab's wieder mal geschafft. Okay, haben wir die Radioteile schon im Inventar? Ich dachte, wir hätten sie schon da. Wicks Radio. Perfekt. Dann gehen wir jetzt endlich zu Wick und bringen ihm seine Radioteile und machen die Quest endlich mal weiter. Auf nach The Den. Überhaupt keine, echt, keine Zufallsbegegnung. Naja, nehmen wir auch mal eine chillige Reise mal. Du, 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 du. Okay, Vic, ich habe was für dich. Warst du bei mir? Ich brauche wirklich dieses Radio. Metzger wird wütender Tag für Tag. Okay. Ich habe dieses Radio hier gefunden. Das ist großartig. Damit kann ich das Radio in 0, nix reparieren. Okay, ich sag's Metzger. Schön langsam gehst du mir echt auf den Sack. Was willst du von mir? Es geht um Vic. Was ist mit ihm? Warum behältst du ihn hier? Er muss endlich dieses Radio zum Laufen kriegen. Aber das heißt nicht, dass ich ihn so einfach vom Haken lasse. Vielleicht kann ich helfen, die Sache aufzuklären. Ja, kostet $1000. Ah, oh, ganz knapp. Ich meine, ich hole mir das eh wieder, weißt du? Wenn ich eine Power-Rüstung habe, dann hole ich mir das Geld eh wieder. So. Die Pipe Rifle samt Munition. Johnnys BB Gun heben wir uns mal auf. Vielleicht brauchen wir die für die Johnny Quest. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber das passt eh schon. Oh, das ist eh schon mehr, als er sich überhaupt leisten kann. Vergiss es. Wie? Wie, das geht nicht. Wie? Wieso kann ich nicht... Wieso kann ich nicht 10 Schuss einfach rüberschieben? Naja, egal. Okay. Ach so, weil der in 20er Schritten rechnet. Alles klar, alles klar. Ich hätte 3, 2, 1, 2 oder 3 machen können. Ja, okay. Wie lange hat es nochmal gedauert, das Teil zu bringen? Ewig, ey. Ewig. Das waren jetzt safe irgendwie 6, 7, 8 Stunden. Nur weil dieser blöde Mod, der wirklich super ist, dieses Restoration Pack, dieser Restoration Mod, ich will den überhaupt nicht schlecht reden, aber weil dieser unverschämte Mod einfach die Tür verschließt und ich keinen Schlossknack-Charakter hatte, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ist cool. Ne? Gibt einem eine Aufgabe gleich mal. Muss man gleich mal workarounden.
Können wir nicht irgendwas anderes ausmachen? Ja, wir können etwas anderes ausmachen. Nice and smooth. Ich gebe ihn dir für die Hälfte, wenn du es mir wert machst. Vielleicht später. Also, wie kann ich den jetzt... Ich hab das Geld. Ich könnte auch Sulik verkaufen. Auch dann würde er seine Schwester wiederfinden. Also, ne? Basically. Naja, hab mir vor ein paar Tagen dein Let's Play von Fallout 2 von vor 7 Jahren angesehen. Ah, crazy. Meine Güte, das ist alles so lange her schon, ne? Es gibt ja... Ich habe witzigerweise das von vor 7 Jahren schon komplett vergessen. Ich kann mich nur noch an das von vor, weiß ich nicht, 4 Jahren oder 5 Jahren oder so erinnern. Oder ist das andere vielleicht sogar noch älter? Ich weiß es alles nicht mehr. Aber ja. Okay. Okay, hier hast du $1000, du Arschloch. Okay, er gehört dir. Aber bring seinen Arsch hier raus, bevor ich es mir anders überlege und eine Kugel in seinen dummen fucking Kopf jage. Danke. Vic, ich habe gute Nachrichten. Du schuldest mir $1000. Sagen wir 1250. Ist nur fair. Danke dir. Ich bin für immer in deiner Schuld. Wie kann ich es dir wieder bezahlen, zurückzahlen? Sag mir, wo Vault 13 ist. Vault 13? Naja, es gibt Vault City östlich von hier. Mit denen handle ich manchmal. Ha, willst du dort mit mir zusammen hingehen? Klar, ich komm mit. Dieser alte Pfurz hier hat noch ein großes Adventure übrig. Da bin ich mir sicher. Ich bin ziemlich gut darin, Dinge zu reparieren. Unabhängig davon, was Metzger so behauptet. Okay, let's go. Okay, cool. Vic gehört jetzt zum Team. Vic, was haben wir denn für dich? Du kannst einen geschärften Speer haben. Wobei, das ist mein geschärfter Speer eigentlich. Ich muss mal gucken, was Sulik hat. Ich glaube, Sulik hat Waffen im Inventar. Da rüsten wir jetzt ihn auch mal ein bisschen aus. Hey, wenn er gut reparieren kann, meint ihr, wir könnten in die Gifthöhle gehen und er repariert dann eventuell diesen Aufzug und dann könnten wir uns nämlich eine schwere Waffe endlich holen. Und dann wird die Welt erzittern und Metzger wird der Erste sein. Vielleicht nicht der Erste, aber es steht auf meiner Liste ganz weit oben. Sulik, komm mal her. Was du wollen. Ich möchte bitte tauschen. Könnten wir sagen, gib mir mal einen Hammer. Oh, du hast auch nur noch eine 9mm Pistole, sonst nix. Hä? Habe ich dir nicht 1 Million Waffen gegeben? Habe ich die alle verscherbelt? Ups. Okay, Vic, wir müssen für dich Ausrüstung erst beschaffen. Aber das wird schon im Laufe des Abenteuers. Jetzt nimm erstmal einen Hammer. Ich weiß gar nicht, ob du mit dem überhaupt umgehen kannst. Aber es ist besser als nichts, oder? Kampfkontrolle. So. Nee, er kann die überhaupt nicht nehmen, wahrscheinlich. Okay, das ist blöd. Not fleeing good. Not feeling good. Ja, das macht mehr Sinn. Range than melee. Stay close to me. Attack when whoever is closest. Attack weakest, würde ich sagen. Stimpack when hurt a lot. Ja, das klingt alles gut. Ja gut, Vic, dann müssen wir dir jetzt echt noch Ausrüstung beschaffen. Wir sind jetzt komplett pleite und alles. Hallo, Ronald. Wir sind jetzt komplett pleite wegen dir, Vic. Ich will ja nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen, aber naja, gibt schon einen Grund, warum ich pleite bin. Aber hey, Vault City, let's go. Oder gehen wir wirklich zurück in die Gifthöhle?
Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich weiß wirklich gar nicht, wie das funktioniert. Habe ich jetzt einfach, wenn ich auf Reparaturen... Ich glaube, wenn ich auf was klicke und Reparieren wähle, macht das der, der es am besten kann, oder? Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt zur Gifthöhle und ich speichere, bevor wir reingehen, weil mir gerade wieder einfällt, dass Sulik sich beinahe selber umgebracht hätte, als wir da das letzte Mal drin waren. Das heißt, ich muss Vic erstmal lebendig zum Aufzug kriegen. Speichern! Genau, Bunkerstadt ist dann das nächste. Okay. Jetzt pass auf. Sulik bleibt jetzt am besten hier. Oder weißt du was? Ich habe ja gerade gespeichert. Versuchen wir es alle zusammen. Als Familie. Let's go. Das wird nicht gut gehen. Auf geht's. Die KI ist dafür einfach nicht bereit. Schnell geht zur Leiter, bevor er sich Sulik umbringt. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Weiter geht's. Ich glaube, durch eine Pfütze müssen wir jetzt durch. Das hilft gar nichts. Ich habe noch Gummistiefel, glaube ich, oder? Jep, zwei Paar sogar. Oh Gott, die kriegen Schaden und Schaden und Schaden und Schaden. Schnell kommt! Ihr Trottel! Ey, Vic, jetzt nicht stehen bleiben in der Pfütze. Ihr kommt jetzt zu mir. Und dann wandert ihr bitte auch nicht wieder in die Pfütze oder so, okay? Okay, schauen wir mal. Nee, ich wollte nicht mit dir reden, sorry. Ich wollte dich nur anschauen. Ist schon noch okay. Halbtot. Alles nicht so schlimm. Was muss ich denn jetzt überhaupt reparieren? Das da? Ja, tatsächlich. Genau, Vic geht hin. Perfekt. Kann nicht repariert werden. Was das? Ah, ich glaube, das da war's. Du hast es nicht geschafft, den Generator zu reparieren. Ach, Vic. Von wegen, du bist gut im Reparieren. Ich glaube, Metzger hatte doch recht. Du reparierst den Generator und startest ihn. Vic, ich nehme alles zurück. Du bist der beste Reparator, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Yes! Die Tür ist verschlossen. Aber vielleicht kann ich jetzt an den Terminal gehen. Wahrscheinlich treibt der Generator den Aufzug an. Stopp, kann ich jetzt meinen Wissenschaftsskill benutzen? You failed to learn anything. Verdammt. Fehlt da noch irgendwas? Muss ich noch was mit der Tür machen? Vor allem, da steht, the door appears to be locked auf Englisch. Das heißt, das ist schon wieder was, das der Mod gemacht hat. Wetten? Verdammt nochmal. Ich brauche einen elektronischen Device, damit ich das öffnen kann. Das heißt, ohne elektronischen Lockpick kommen wir nicht weiter. Ah. Gemein. Na gut, dann gehen wir zurück. Schauen wir mal, ob alle lebend hier rauskommen. Und dann, wenn das klappt, gehen wir nach Bunkerstadt. Und irgendwann kommen wir wieder. Vielleicht finden wir tatsächlich unsere schwere Waffe dann doch woanders. Schnell, wenn ich ganz schnell dahin gehe, dann kann ich die beiden vielleicht retten. Okay. Nix wie raus hier. Die latschen einfach barfuß durch das Gift. Mein Gott, ihr seid so doof. Na gut, auf nach Bunkerstadt.
Also wird eine lange Reise. Ich hoffe, die sterben nicht. Weil die jetzt so viel in die Pfütze gelaufen sind. Eine Familie Red Scorpions. Nein, müssen wir nicht unbedingt treffen. Das passt schon. Oh oh, was passiert? Banditen greifen homeless people an. Die haben Waffen, ne? Vic könnte Waffen brauchen. Ich geh mal rein jetzt. Ich geh mal rein. Vor allem haben wir die homeless people als Verbündete. Bis dann wieder die plötzlich mich angreifen. Aber okay, ich mach mal hier unten einen Safe und dann gucken wir mal. Sulik macht das schon. Sie zieht ein Messer und läuft panisch weg. Sehr gut. Give us food, help us, give us food. Ich glaube, Food ist gerade gar nicht unbedingt euer größtes Problem, ehrlich gesagt. Ich glaube, die hier sind eher euer Problem. Ihr kämpft aber jetzt schon mit, oder? Ich muss das jetzt hier nicht alles alleine machen. Gut, Vic auch guter Stratege. Jawoll! Wir haben einen Verbündeten. Die anderen laufen weg. Immerhin einer macht mit. Das ist gut. Und jetzt können die anderen die Banditen ablenken, während wir uns um sie hier kümmern. Finde ich gut. Vic tut sein Bestes. Ich war auch mal so nutzlos wie du, Vic. Und jetzt bin ich so slightly nicht mehr so nutzlos, aber schon noch ziemlich. Aber ich bin nicht mehr der Nutzloseste im Team aktuell. Yes! Befördert worden quasi. Sulik! Bam! Nochmal. Ja, leider nicht tot genug. Okay. Das war jetzt gerade ein ganz schön übler Treffer von der, muss ich ganz ehrlich sagen. Holy shit, das hätte ich nicht gedacht. Die hat uns fast 20 Schaden in einer Runde gemacht. Meine Güte. Aber ich glaube, ich gehe nochmal rein jetzt in den Kampf. Ach, komm schon. Komm schon, die ist so gut wie tot. Hoffe ich, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich dachte schon, wir sind tot. Ha. Mein Gott, ich muss mal gucken, wie viel die noch aushält. Das ist schon irre. 7 HP. Oh, come on. 7 HP. Das ist schon gemein. Komm schon. Yes, aber leider nur 4 HP. Und nochmal, und tot. 5 Karma bekommen, sehr gut. Jetzt ist die Frage, weglaufen, solange wir noch können. Oder ausnutzen, dass die jetzt gerade hier abgelenkt sind, die anderen. Ich meine, wir haben immerhin einen Speer. Stimmt, den verbesserten, aber er nimmt ja keinen Speer. Aber von denen hat ehrlich gesagt auch keiner eine Fernwaffe offensichtlich. Aber ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, einfach wegzugehen. Ich kann jetzt nicht speichern? Warum nicht? Ach, weil ich schon Aktionspunkte verbraucht habe. Na, gehe ich mal in die Richtung. Ja, ich befürchte, wir müssen aber abhauen, weil die jetzt dann schön langsam Aggro auf uns kriegen, schätze ich mal, weil viele sind nicht mehr übrig und dann haben wir ein Problem. Ich werde jetzt mal in die Richtung laufen und vielleicht nehmen wir den dann noch mit quasi, aber ansonsten hauen wir ab. Eieieiei. Leider nichts Gutes für Vic dabei hier. Ich glaube, ich kann denen leider wirklich nicht helfen. Es hilft nichts. Das sind zu viele. Ich habe getan, was ich konnte. Es tut mir leid. Ihr seid leider des Todes.
sind die schon alle tot, ne? Ja, da müssen wir jetzt eh gehen, es hilft nichts. Okay, tschüss. Schön war's. Nix für ungut. Er war stets bemüht, ja. Ah ja, in Modok hätten wir auch noch die Geisterfarm-Quest, ne? Ach, eine Gruppe Händler. Na, das ist doch nice. Da können wir doch mal kurz Hallo sagen, vielleicht. Bist du der Merchant hier? Du bist ein Baum? Ich schätze, du bist der Merchant. Nee, bist du die Merchant dann? Nee, du bist Sklavin. Wer verkauft irgendwer was von euch auch? Oder was ist los? Hier ist niemand, der irgendwas verkauft. Why don't you do good? Das sind böse. Ja, klar, Sklavenhändler. Deswegen ist der auch so, die könnte ich versuchen umzubringen. Aber wir haben halt keine Chance. Aber wir sind geheilt. Ich speichere mal. Das sind Sklaventreiber und mein Ruf ist zu gut. Und deswegen will der nicht mit mir handeln. Das ist mal ein schönes Kompliment. Okay, nimm einen Speer. Auch den wird er nicht benutzen. Ich kann dir noch von mir aus nimmt Johnnys BB-Gun. Vielleicht kannst du jemanden ein Auge ausschießen damit. Vielleicht hilft's. Schauen wir mal. Kampfkontrolle. Jetzt bin ich gespannt. Ja, er nutzt Johnnys BB-Gun. Okay. Das Erbsengewehr von einem kleinen Kind. Gut. Besser als nix. Speichere ich gleich nochmal. Aber wisst ihr, dass er so schlecht ist, dass er den Speer nicht mal benutzen will? Ich kann auch nicht mit Nahkampfwaffen umgehen, aber ich versuche es wenigstens. Okay, ich glaube, dann versuche ich mal. Wenn wir irgendwie eine Chance haben wollen, müssten wir uns mit den Karawanenwachen anlegen. Und das Problem ist, die haben Metallrüstungen. Ich kann denen, glaube ich, gar nichts tun. Außer in die Augen! Mit 14%iger Wahrscheinlichkeit. Okay, ich habe ihn für vier Hitpunkte erwischt. Und er schießt mit seinem Gewehr daneben. Oh, und der hat auch eine Waffe. Aha, und der hat auch ein Jagdgewehr. Und die machen 20 Schaden pro Schuss. Das wird spannend. Und Sulik hat den gerade mit 0, 10 und 9 Schaden erwischt. Das 0 Schaden macht mir Angst. Hat noch 41 HP. Einen davon würden wir vielleicht schaffen. Leider nicht zwei. Schon gleich gar nicht, wenn die hinten noch einen Händler haben, der auch noch mitschießt. Einen würden wir packen. Sulik tankt. Aber ich tank leider nicht mehr lange. Jawohl, mit der BB-Gun. Kein Schaden gemacht. Schade. Ich versuch's weiter. Ich nehme jetzt ein Stimpack. Komm. Was haben wir zu verlieren? Ich kann neu speichern. Und ich nehme noch ein Heilpulver. Es geht eigentlich nur darum, dass ich überlebe. Ich muss einfach nur ein bisschen Schaden tanken und fertig. Wenn ich ab und zu mal noch zuhauen kann, ist komplett wurscht, ob ich zuhau oder nicht. Macht keinen Unterschied für den Kampf. Ich muss eigentlich nur überleben. Ja, kritischer Treffer und er ist tot. Leider bin ich jetzt auch tot. Aber Sulik könnte die halt töten, wisst ihr? Die Dunkelheit. Shit. Schaffe ich nicht. Schaffen wir nicht. Schaffen wir, glaube ich, nicht. Autsch. Autsch. Ich hätte gehofft, dass die sich gegenseitig erschießen, ne? Deswegen habe ich es mal so versucht. Ja, aber stattdessen erschießt Vic Sulik. Zum Glück hat er so eine schlechte Waffe. Macht eigentlich keinen Unterschied. Ein HP-Punkt hat er ihm abgezogen mit der BB-Gun. Oh Mann, ey. Sehr cool. Komm schon, wenn wir das schaffen würden, die hätten echt gute Waffen. Also auch keine, mit denen ich umgehen kann, aber gute Waffen wären es trotzdem. Nein! Okay, Sulik,
steht einfach auf. Zulik ist krass. Okay. Die Sklavin könnte ruhig auch helfen, oder? Come on. Ich kämpfe hier um deine Freiheit. Ich glaube, jetzt ist Zulik tot. Ja, okay. Nee, schaffen wir nicht. Nee, haben wir aktuell noch keine Chance. Aber ich komme wieder. Ihr kommt alle auf meine Liste. Alle auf meine Liste. Gehen wir zur Geisterfarm, wenn wir schon auf dem Weg sind, oder? Machen wir einen kurzen Abstecher zur Geisterfarm. Da haben wir nämlich noch im Grunde zwei Quests, basically, wenn mich nicht alles täuscht, zu erledigen. Red Scorpions hiding in the Spore Plant. Nee, danke. Nee, danke, wirklich nicht. Das muss nicht sein. Landsquid zeigt gerade, wie man es nicht macht. Ich habe mit unserem zufällig generierten Charakter haben wir schon ein schweres Los für den Anfang gezogen. Aber es ist schon okay. Ich wollte ja nicht anders. Ah, Robbers. Nee, lieber ehrlich gesagt, leider auch noch nicht. Wir sind noch nicht bereit für so Auseinandersetzungen. Zwei Items machen da den Unterschied, aber aktuell sind wir noch nicht bereit. So, hier sind überall aufgespießte Körper, aber wenn wir uns die mal genauer anschauen, irgendwas stimmt hier nicht. Kann ich die mit meinem Wissenschaftsskill identifizieren? Nee, leider nicht. Okay. Eine kleine Hütte mit Kisten. Auf einem Bauernhof voller aufgespießter Körper. Ein Seil? Oh nein! Wir sind in eine Falle gefallen! Und nein, ich bin wirklich verkrüppelt. Ah, ich kann wieder aufstehen. Alles gut. Hallo? Mir wurde befohlen, alle Oberflächler zu Uyghur zu bringen. Ihr werdet nicht verletzt werden. Also nicht noch mehr als durch den Absturz gerade. Bitte kommt mit uns. Okay, kann ich dir erst ein paar Fragen stellen? Uyghur wird eure Fragen beantworten. Bitte kommt mit mir. Okay, ich komme friedlich mit. Ah, ein Besucher. Wie passend. Ich habe nach einem Weg gesucht, Kontakt mit den Oberflächlern aufzunehmen. Aber ich muss mir darüber jetzt wohl keine Gedanken mehr machen. Danke, dass ihr so zeitig angekommen seid. Willkommen im Zuhause der Slag. Was wollt ihr von mir? Eine ganz einfache Quest, eine ganz einfache Frage. Bitte, bitte. Wir müssen Kontakt mit der Stadt südwestlich von hier machen. Ich glaube, sie heißt Modok. Möchtest du uns diesen Gefallen erfüllen? Ja. Ich wusste, dass du es verstehen würdest. Hier ist eine Nachricht, die unser Request vorträgt. Bitte bring es zu Modok und bring es zu der Person, die dort das Sagen hat. Komm hierher zurück, wenn deine Aufgabe erfüllt ist. Ich werde den Protektoren sagen, dass sie deine Wiederankunft erwarten. Wir danken dir für deine Dienste. Ich hätte jetzt schon noch ein paar Fragen gehabt. Verdammt, das geht jetzt nicht mehr. Es ist alles so groß da oben.
Okay, schauen wir mal, ob ich die plündern darf, ohne dass wir Ärger kriegen. Schade, ich konnte jetzt gar nicht mehr mit denen reden. Ich habe, glaube ich, ein paar zu voreilige Dialogoptionen gewählt. Jetzt haben wir gar nichts davon gehört, dass die eine sehr spezielle, einzigartige Mutation sind im Grunde, die nur unter der Erde leben kann. Und nicht mehr an der Oberfläche. Aber gut. Nett hier. Schönes Untergrundloch, dass die sich hier gebuddelt haben. Ah, die halten sogar Maulwurfsratten zahme. Ist das nicht nett? Und hier bauen sie wahrscheinlich Pilze an. Genau, Mushrooms. Nice. Aber hey, ich finde es nicht gut, dass ich crippled bin. Da habe ich was dagegen, ehrlich gesagt. Mein rechter Arm ist crippled. Hm. Kann man nichts machen. Ist halt so. Manchmal, ne? Passiert sowas. Bist du ein Händler? Früher einmal lebten wir über der Erde. Wenn ihr keine... Dann darf ich euch das alles nehmen, oder was? Auch das Bild von Elvis. Anscheinend. Dankeschön. Und auch die ganze Munition hier. Seid ihr euch sicher, dass ich das alles einfach nehmen darf? Nicht, dass ich dann Ärger krieg. Wie sieht es über der Erde aus? Ich dachte, ihr geht nachts raus. Du kannst doch nachts dich ein bisschen umschauen. Oder wie? Oder was? Slackguard, Slackguard. Protector. Guard of some sort. Gehen wir da mal hin. Das sind normale Slacks. Hallo. Sorry, aber über den Weg kommst du nicht mehr raus. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Und da oben? Aber da oben, das ist, da ist wirklich eine Ladezone, oder? Hier sind sehr viele Kinder. Und ein Wasseraufbereiter. Wenn das jetzt der erste Teil wäre, würde ich den dem Wasserchip klauen. Aber diesmal haben sie nochmal Glück gehabt. Der hat gesagt, ich bin eine böse Person. Bitte iss mich nicht, du stinkst. Okay. Hallo, ich habe dich hier noch nie gesehen. Was ist dein Name, kleiner Junge? Mein Name ist Johnny, was ist deiner? Oh, ich bin Mario Gordon. Schön, dich kennenzulernen, Mario Gordon. Sehen dich später, Johnny. Irgendwie funktioniert diese Quest nicht, oder? Möchtest du Süßigkeiten? Er guckt mich an, er zeigt auf mich und fängt an zu schreien. Fremder, Fremder, Fremder. Na gut. Ich verstehe nicht, warum wir von den Eltern nicht die Quest schon bekommen haben, dass er verschwunden ist. Ich habe schon seine BB-Gun aus dem Brunnen geholt. Ich habe ihn hier gefunden. Eigentlich haben wir alle Zutaten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich falsch gemacht habe oder woran es liegt. Aber vielleicht, wenn ich jetzt nochmal mit den Eltern rede, ne? Versuchen wir mal. Moment mal, sollte ich nicht vielleicht mit dem reden? Wie komme ich hier raus? You may leave through the trapdoor located at the rear of this building. Ja, genau. Dachte ich auch. Ah, okay, Gott sei Dank. Uigaya sagt, du darfst passieren. Na dann. Gehen wir mit unserem kaputten rechten Arm halt hier die Klappe hoch. Mitten im Maisfeld. Sonst hier irgendwas noch zum Mitnehmen? Nee. Doch, eine Schaufel nehme ich an. Aber sonst nix. Ja, dann gehen wir zurück nach Modok. Wir haben einen Friedensvertrag auszuhandeln.
und hoffentlich vielleicht den Eltern irgendwie über ihr verschwundenes Kind Informationen geben. Wir können. So. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wer hat denn das Sagen in Modok? Gehen wir mal in General Store. Du bist zurück. Was hast du über die Farm rausgefunden? Ich habe eine Nachricht vom Anführer von The Slag. Slag? Wer sind die? Was ist das? Joe opens den Brief und die Nachricht und liest sie. Das ist ja unglaublich. Sie leben die ganze Zeit schon unter die Erde? Sie sagen, sie möchten Nahrung handeln gegen medizinische Supplies und andere Sachen. Ich weiß nicht, ob wir ihnen trauen können. Immerhin haben sie Karl getötet und all diese anderen Leute. Was denkst du? Ah, jetzt kann ich sagen, dass sie den kleinen Johnny als Geisel halten und wir sollen jetzt angreifen. Interessant. Was kann ich machen, um noch weiter zu helfen? Wir werden angreifen, aber nur als unser letztes Mittel. Wir haben nur noch wenige Monate an Vorräten übrig, bevor wir verhungern. Bis dahin, finde raus, was los ist. Ich werde nicht mit ihnen verhandeln, ohne dass ich mir sicher bin, dass sie Karl nichts angetan haben. Ich muss ihre Gründe für das ganze Herumschleichen und die aufgespießten Kadaver vor ihrer Farm herausfinden. Na gut, dann gehen wir halt nochmal zurück. Hin und her und hin und her. Der hat nicht mal Geld, ey. Wie lame ist der eigentlich? Okay, gehen wir nochmal zurück. Und reden mit denen nochmal drüber. I guess. Jetzt wissen wir ja, wo der ist. Jetzt müssen wir nicht mehr die Falltür runterspringen. Das ist gut. Okay. Ah, gut, du bist zurück. Ich schätze, du hast die Nachricht überbracht. Wie wurde sie angenommen? Sie haben einige Vorurteile. Weswegen? Sie vertrauen euch nicht. Immerhin denken sie, du hast... denken sie, ihr habt Leute umgebracht und ihre Kadaver auf Spieße vor die Farm aufgespießt. Das sage ich mal. Wir sind friedliche Leute. Wir haben niemanden getötet. Diese Körper sind nur Attrappen, die wir hergestellt haben, um Leute vom Stehlen abzuhalten. Wenn du sie genauer anguckst, dann wirst du feststellen, dass es nur Brahmin-Innereien und Dummies sind. Was ist mit dem armen Karl? Du weißt schon, den Farmer, der hier auf der Farm gelebt hat. War das sein Name? Karl? Wir haben ihn von der Farm verscheucht, aber nicht mehr. Ich dachte, er wäre zurückgegangen. Ich dachte, er würde zurückgehen, wenn er herausfindet, dass die Farm, dass es auf der Farm spukt. Die Reporter, die Protectors, meine ich, haben mir gesagt, dass er nach Westen gegangen ist. Du kannst vielleicht mal dort nach ihm suchen. Okay, ich informiere dich über meinen Fortschritt. Kann ich mit euch auch über das Kind vielleicht noch reden? Nee. Okay, schauen wir uns die Attrappen nochmal genauer an. Irgendwas stimmt nicht. Aber kann ich die jetzt nochmal genau investigieren?
Ich kann mich nämlich erinnern, dass man die wirklich untersucht, aber vielleicht habe ich dafür nicht die richtigen Werte, ne? Dass man wirklich erkennt, dass die auch falsch sind. Aber in dem Fall, glaube ich, habe ich jetzt da keinen. Kann ich auch nicht über einen Skill oder so. Es ist vielleicht einfach Perception-Probe automatisch oder sowas, kann ich mir vorstellen. Oder Arzt. Apropos Arzt. Okay. Ich konnte meinen Arm leider nicht verarzten. Ich hab's mir schon gedacht. Ich bin halt ein schlechter Arzt. Speichern wir nochmal. Also, die haben gesagt, dass er nach Westen gegangen ist. Westen wäre The Den. Oder Klamath. Gehen wir nochmal nach Mordok zurück und reden nochmal kurz. Vielleicht haben die eine Idee, was Westen. Weil ich nicht genug Bewegungspunkte habe, aber okay. Aber Sulik macht das schon. Da kann vielleicht sogar Wick mit seiner BB-Gun jetzt ein bisschen was anrichten. Ich bin mir nicht sicher. Ah, die tanken schon wieder viel zu hart. Wick läuft weg. Warum? Jawohl, einer weniger. Oh, haben wir schon wieder Ausfälle? Damn it. Nicht schon wieder, beim letzten Mal auch schon, ne? Das ist mega ärgerlich. Ja, meine Bitrate ist gerade richtig mies, falls ihr mich überhaupt sehen oder hören könnt. Ich hoffe, das vergeht gleich wieder. Fängt sich leider irgendwie nicht so ganz, ne? Ach, auf YouTube funktioniert's? Okay, alles klar, dann ist das ein Twitch-Problem gerade. Dann ist das anscheinend ein Twitch-Problem. Naja, gut, okay. Ich wäre fast gestorben, weil ich gar nicht aufgepasst habe jetzt gerade. Ha, die waren doch ein bisschen heftiger, als ich dachte. Aber wir haben ja 7 Heilpulver aus irgendeinem Grund. Ja, genau. Ich habe es mir auch gedacht, dass Wick wegen seinem Arm wegläuft. Aber ich will mal hinten aus der Höhle rausgehen. Wäre cool, wenn wir die paar Maulwurfsratten, die jetzt auf dem Weg noch auf uns lauern, schaffen würden. Gucken wir mal. Ja, es ist scheinbar jetzt wirklich gar nicht mein Problem oder ein Problem bei mir, sondern ein Problem bei Twitch, leider. Das ist natürlich nicht weniger ärgerlich, aber okay. Ich glaube, die töten mich hier. Nicht, wenn Sulik es verhindern kann. Yes! Sulik ist einfach krass, ey. Ohne Scheiß. Zumindest am Anfang, ne? Hinten raus ist Sulik dann plötzlich gar nicht mehr so mächtig. Aber ist ja auch der erste Begleiter, den man kriegt. Macht ja auch sehr viel Sinn, dass die einem am Anfang jemanden mitgeben, der auch wirklich am Anfang sehr nützlich ist. Wobei Sulik kann schon auch gut bleiben, ne? Ja, aber ja. Ich speichere jetzt mal, ey. Nicht, dass ich jetzt hier sterbe an der Maulwurfsratte. Das wäre peinlich. Aber ich versuch mal, die zu töten und schaff's einfach nicht. Ah, das war knapp.
Oh, komm schon, ich lauf weg. Nein, ich glaub's echt nicht. Ah, das ist so viel schwieriger, als ich gehofft habe, muss ich ganz ehrlich sagen hier. Damn it. Okay, cool. Das haben wir immerhin. Oh mein Gott, das sind jetzt gleich vier noch. Und dann nochmal drei. Ach, ich glaube, wir schaffen das nicht mal. Vic kann halt auch noch nicht mitkämpfen. Also ich meine, selbst wenn er jetzt nicht einen gebrochenen Arm hätte, was ein Problem für sich ist, das wir irgendwie jetzt auch noch lösen müssen, ist er halt noch nicht sehr effektiv, ne? Mit seiner BB-Gun. Okay, eine weniger. So geht's auch. Ich finde es interessant, dass die Maulwurfsratten im Englischen Schweineratten heißen. Nee, die heißen im Deutschen, das sind Schweineratten. Ich habe die nur Maulwurfsratten genannt. Das sind auch im Deutschen Schweineratten. Die heißen im Englischen Pigrats. Wir haben es ja eh gerade auf Englisch wegen dem Mod. Das war so knapp. Ah, Twitch hat sich auch wieder gefangen. Nice. Immerhin. Okay, ich muss weglaufen. Ansonsten sterbe ich jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ich die Runde überlebe. Doch, easy. Aber jetzt muss ich echt weg. Da kommt noch eine vierte Maulwurfsratte. Das ist nicht mehr lustig. Eieieiei. Zulik, du könntest ruhig weiterkämpfen. Du musst mir nicht hinterherlaufen. Hau lieber die Maulwurfsratten. Aber gut, okay. Passt schon. Ja, das wird jetzt eine lange Flucht. Ich dachte, dass wir mittlerweile schon ein bisschen besser gegen die Schweineratten kämpfen können. Genau. Also wenn man es genau nimmt, sind Schweineratten was anderes wie Maulwurfsratten. Maulwurfsratten gibt es auch schon in den klassischen Vollerteilen. Die sind da aber sehr viel größere, wuchtigere Kreaturen. Fast wie Bären im Grunde. Schweineratten sind dann eher das, was in den Bethesda-Teilen zu Maulwurfsratten wurde. Deswegen die Verwirrung. Huiuiuiuiui. Okay, Leute, wir schaffen nicht mal so eine Maulwurfsrattenhöhle. Wir brauchen jetzt dringend einen Arzt eigentlich erstmal. Aber auch Waffen. Also, diese Körper sind fake. Sie sind nur Dummies mit Brahmin-Innereien gefüllt. Sie sind nur da, um Diebe von den Feldern fernzuhalten. Fälschungen? Das ist unmöglich. Ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen. Blut und Gedärme überall. Aber ich schätze, es ist schon möglich. Wir haben nicht wirklich... Ich meine, naja... Joes Gesicht wird knallrot. Wir alle haben den Schwanz eingezogen und sind weggelaufen, als wir die Körper gesehen haben. Keiner hat wirklich den Mut gehabt, nachzusehen.
Okay, das ist alles, was ich bis jetzt rausgefunden habe. Ändert das irgendwas? Nee. Karl, ich kann den leider auch nicht zu Karl befragen. Na gut. Und Johnny? Ist den jetzt wurscht oder was? Wie kann ich dir helfen? Ist irgendwas los? Ich rede nicht über persönliche Sachen. Ja gut, nee, dann kann ich dem jetzt auch nicht helfen. Ich hätte so gern seine Lederrüstung. Oh Gott. Aber ich glaube, alle Items der Welt, die ich im Inventar habe, sind bei weitem nicht so viel wert wie eine Lederrüstung. Nicht mal ansatzweise. Wie viel kostet die? 2000? 1500? Die würden nur 500 kosten. Aber gut, ich verkaufe jetzt erstmal das hier für 425. Das ist auch nicht schlecht. Haben wir wenigstens wieder ein bisschen Kohle. Gibt es hier einen Arzt in der Stadt? Ich wüsste es jetzt gar nicht. Schnief. Ach, Johnnys Waffe auf ihn anwenden. Das ist eine gute Idee. Das habe ich. Aber nee, warte, warte, das will ich gar nicht. Ich glaube nämlich, man kann die Quest mit dem schlechten Ende softlocken und dann kann man nicht mehr ins gute Ende, wenn man das macht. Wenn ich mich da recht erinnere. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber deswegen tue ich das jetzt lieber nicht. Na komm, Hauptfigur, let's go. Gehen wir. Oh, redet ihr gerade von Mücken? Ach, Maulwurfsgrillen. Aha. Maulwurfsgrillen, ich glaube, ich habe noch nie eine gesehen. So, gehen wir jetzt nach Westen und suchen nach dem, bevor es zu spät ist. Ich weiß halt jetzt, ich weiß wirklich nicht mehr, wo man nach dem sucht. Ich weiß nicht, ob ich... Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich würde behaupten, der Mod macht die Quest irgendwie aufwendiger, als sie normalerweise ist. Aber irgendwie... Vielleicht auch nicht und ich habe das nur falsch in Erinnerung. Ich spiele sehr gerne sehr dumme Charaktere, da macht man den ganzen Quatsch nicht. Wie mit Leuten reden und sowas. Deswegen kann ich es wirklich nicht mehr sagen. Ich wüsste jetzt nicht, dass der irgendwo in The Den rumsteht. Hm. Oh, das ist ja voll die schöne Situation, in die wir da reingespawnt sind. Da frage ich mich immer, wie kann das passieren, oder? Wir müssen ja irgendwie auch erstmal in die Gruppe von Gegnern reingegangen sein während der Schnellreise. Ich finde, dass es in Fallout 2 zu wenig dumme Charaktere gibt. Mir fällt nur Thor. Ach so, du meinst jetzt NPCs. Hm, na, stimmt. Ach, die Skorpione kämpfen auch gegen die Pflanzen. Okay. Egal. Na gut, The Den wäre zumindest wirklich das absolut geradlinig westlichste überhaupt. Aber ich wüsste nicht, wo ich zu suchen anfangen soll. Habe ich hier noch was zu tun? Hatten wir hier noch eine Quest?
Ah ja, was in der Kirche gelagert wird und natürlich das Auto, die Autoteile. Aber gut, da können wir nichts machen. In Arroyo haben wir noch die Quest, das Geek zu finden. In The Dandas. In Klamath haben wir keine offene Quest. In Modok wird uns auch keine angezeigt, aber da haben wir eine. Und finde Suliks Schwester, ja, okay. Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich gerade keinen Bock mehr habe. Mit den technischen Problemen und allem ist das gerade irgendwie ein bisschen doof. Und ich frage mich, ob wir für heute Schluss machen. Und vielleicht morgen. Vielleicht spielen wir morgen dafür ein bisschen Fallout 2 weiter. Aber gerade bin ich irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht. Hab nicht wirklich jetzt ein Ziel vor Augen und bin irgendwie ein bisschen müde auch und sowas. Und in einer Viertelstunde würden wir sowieso Schluss machen. Ja, wisst ihr was? Machen wir für heute Schluss. Morgen mache ich dann einfach ein bisschen länger und wir spielen morgen ein bisschen Fallout 2 und Crow Country. Ich muss mal gucken, wie lang Crow Country ist, weil wenn wir das durchspielen könnten, würde ich das morgen schon gerne machen. Aber versuchen wir, dass wir vielleicht noch ein bisschen Fallout 2 mit reinquetschen. Weil gerade habe ich einen Durchhänger und ich mag nicht mehr. Aber wie gesagt, morgen 19 Uhr geht es dann weiter und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ich würde so gerne Metzger umbringen, aber das schaffen wir auch noch nicht. Ah, naja, vielleicht müssen wir doch einfach nach Bunkerstadt oder so, nach Wall City. Aber gut, Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke für Bits und Subs und alles. Blödes Twitch, dauernd mit technischen Schwierigkeiten. Grrr. Und morgen sehen wir uns dann in neuer Frische. Und dann wird's wieder cool. In dem Sinne, gute Nacht, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.